Ich setze mich gleich hier in Flensburg auf die Straße, weil ich Angst davor habe, dass die Regierung mir die Zukunft versaut, auch wenn es mir eigentlich keinen Spaß macht und ich viel lieber andere Dinge tun würde. Wir setzen uns heute hin, um die Regierung aufzufordern, ihre verbindlichen Zusagen einzuhalten und wirklich auch Verbindlichkeiten zu liefern. Wir geben uns nicht mehr damit zufrieden, dass uns nur gesagt wird, es würde etwas getan und es erfolgt nichts. Ich gewöhne mich, glaube ich, nie daran, hier protestieren zu müssen, sowas machen zu müssen, statt in Ruhe zu Hause zu sitzen. Ich sehe keinen anderen Weg, die Regierung dazu zu bringen, in Angesicht einer echten Klimakatastrophe, einer wirklichen Krise zu handeln. Wir wollen schnellstens transformieren die Energie und den Verkehr, die Art zu reisen, wie wir leben, dazu auch noch den Fleischverzehr. Wir fordern, dass, wenn die Regierung nicht tätig wird, ein Gesellschaftsrat eingeführt wird, der endlich die notwendigen Schritte unternimmt, um unsere aller Lebensgrundlagen zu schützen und den Planeten, so wie er ist und wie wir ihn kennen, noch möglichst gut zu erhalten und zu retten. Es ist Zeit, die dunklen Wälder grün und weit. Wir wollen sie schützen. Es ist Zeit.